Hallo und herzlich willkommen zu diesem Update-Video. Einmal von der Haltestelle Mark 51 Grad 7. Die einzige Haltestelle in Bochum und Umgebung, die ein Gradzeichen hat. Wie ihr seht, da vorne steht eine Straßenbahn. Das ist das Pausengleis der Haltestelle Lehrmitte. Und wie man hier aber schön im Vorfeld sieht, sind dort zwei Weichen, die abknicken. Und zwar gehe ich mal nach vorne hin auf das Gelände des ehemaligen Opelbergs, wie ihr seht. Da hinten gehen die Schienen weiter. Auch hier zoome ich noch mal ein Stückchen ran, dann sieht man, es ist relativ schnell, geht da hinten so eine S-Kurve hin und her. Also, die Schienen schwenken einmal in die Mittellage und schwenken dann ein kleines Stück raus. Und ja, das ist die Planung. Ich habe 2017 mal kurz drüber gesprochen. Und die 302 hat noch eine zweite mögliche Erweiterung in Richtung des alten Opelwerks, wie jetzt hier zu sehen, von der Haltestelle Mark 51 Grad 7 nach Süden abweichend. So, diese Erweiterung sieht man hier hinter diesem Zaun. Wir fahren jetzt noch mal zum anderen Ende. Das dauert dann einen kleinen Moment. Ganz da hinten hin, wo die 372 auch schon fährt. Und gucken uns das mal von der anderen Seite an, ob ich da irgendwas finden kann. Also, das hier das Update aktuell an der Haltestelle Mark 51 Grad 7 neben dem US-amerikanischen Restaurant. Hier einmal für euch als kleines Bonbon für zwischendurch. Ein bisschen Straßenbahngeschichte der gestern. Und zwar immer noch Lehrmitte, aber parallel zur Wittnerstraße findet sich hier also an der alten Wittnerstraße auch ein Stück Straßenbahnschiene. So, wir sind angekommen am O-Werk, wie es hier ja so schön heißt. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Erkundungstour. Was ich euch aber zeigen wollte, nicht nur hier, wo diese E-Fahrzeuge sind, was ja auch eine schöne Sache ist, Tankstellen für E-Fahrzeuge. Überall bei den Parkplätzen sind hier diese Poller zwischen, sodass man gar nicht auf die Versuchung kommt, irgendwie mitten idiotenmäßig im Weg zu stehen. Ist das nicht schön? Ich finde das schön. Und wir gehen mal da vorne gucken. Hier waren wir ja schon einmal, die 372, die Haltestelle O-Werk. Und dahinter ja auch recht präsent das O-Werk zu finden. Das kennen wir alle schon. Da rechts davon hat sich DHL angesiedelt. Auch schön. Na? Und hier zur Linken sieht man sehr viel Bauzäune noch. Aber wenn man genau hinguckt, seht ihr da zwei Prellböcke. Das Ende der Straßenbahnschienen ist da vorne. Und hier soll also die Bahn auch wieder ankommen. Mit Umsteigemöglichkeit vielleicht zur 372 in Fahrtrichtung Industriestraße beziehungsweise in Fahrtrichtung Ruhr-Universität. Ja, hier also schließt sich der Kreis. Wir sind am anderen Ende und ich glaube, aufgrund dieser ganzen Absperrung kommen wir leider nicht näher aktuell dran. Aber was ich jetzt habe für euch ist, da kommt ein LKW. Was ich jetzt für euch habe, ist hier im nächsten Clip eine Google Earth Ansicht, wo ihr genau den Verlauf der Straßenbahnlinie dann sehen könnt, wo sie lang fährt. Unterwegs soll noch eine Zwischenhaltestelle kommen und wir sind noch zu früh dran, um hier wirklich das live zu erleben. Aber wenn sich im Herbst die Gelegenheit für mich bietet, werde ich natürlich zur Eröffnung der Strecke da sein. So viel sei gesagt. So, hier also einmal die Google Earth Ansicht, einmal das komplette Opel-Gelände von oben. Das ehemalige. Ihr seht, DHL nimmt einen sehr großen Platz davon ein. Und
Das ist noch eine alte Version, hier ein altes Foto. Das heißt, hier sieht man die Straßenbahnschienen noch nicht. Aber die gehen hier rum weg. Das ist hier genau die Kreuzung, Mark 51, Grad 7. Und dann wird die Straßenbahn hier komplett runterfahren. Einmal am DHL-Gelände vorbei. Und kommt hier ist das O-Werk-Gebäude, dass man so ein bisschen sehen kann, was wir auch gerade im Video gesehen haben. Kommt also hier an. Und wahrscheinlich wird dann hier irgendwo noch eine Haltestelle unterwegs sein. Was ich mich jetzt frage, die 372 fährt aktuell hier entlang über die Höfestraße und kommt dann hier wieder in Leer raus. Und sie macht einen kleinen Abstecher übers O-Werk. Wird es so sein, dass der Bus demnächst einmal komplett hier übers Gelände fährt oder wird der weiterhin hier unten rumfahren und einen quasi Umweg in Kauf nehmen? Das weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Und mitten im Industriegebiet kommen laufende LKW. So, also mit diesem schönen Anblick hier verabschiede ich mich von euch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kurzes Update-Video zum O-Werk. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, was hoffentlich nicht so lange auf sich warten lässt wie dieses hier. Ich zoome nochmal auf die Straßenbahnschienen ran und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen und tschüss.